So, und herzlich willkommen zurück zu bei Into the Breach. Genau, bester Start ever. So, beim letzten Mal wollten wir die erste Insel abschließen, aber dann musste ich feststellen, okay, wir konnten nur 4 Gebiete retten und dann kam das Erdbeben. Und jetzt wird das Hauptquartier dieser Insel angegriffen, nämlich von dem Weglieder dieser Insel oder was auch immer. Wir haben bisher keinen einzigen Bürger verloren und unsere Verteidigung ist bei 20%. Mal gucken, wie sehr uns das helfen wird. So, wir sollen den Leader töten und den Tower beschützen. Okay. Das hinten ist der große Tower, das ist der Leader, der ist schon gespawnt. Okay. Okay, natürlich haben wir da wieder so einen Buff-Typen. Der muss ganz dringend sterben. So, hier haben wir eine Kanone, mit der kann ich ein bisschen was durch die Gegend schieben. Und natürlich die Artillerie. Ich werde beides mal versuchen, so weit wegzuhalten, dass da kein Vieh rankommen kann und mich irgendwie abfacken kann. Ah, am liebsten würde ich die Artillerie dort hinstellen. So, mal schauen. Okay. Hostile is detected. Okay, das Vieh greift direkt zwei Häuser auf einmal an, aber der stellt sich direkt vor mich. Okay. Okay, ich weiß schon, wie ich das schaffe. So, when confronted with new enemies, be sure to learn about abilities. Okay. Was left CTRL? Oh. Okay, interessant. Okay. Interessant. Also. Ja, okay. Ich will jetzt erst den hier töten. So, das fackelt natürlich wieder nur den Wald an. Aber was willst du machen? So, das hatte ich schon mal gut debufft. So, es lädt nämlich ein Artillerie-Dude und sorgt dafür, dass der seinen eigenen Mate angreift. Und dann nehme ich noch ihn hier und hau ihn in sein Dude rein und da hoffe ich, dass der Kill durch ihn fällt. Okay, perfekt. Ah, die sind auch so durchnummeriert, okay. Jawohl, fick den eigenen Dude. Machst du gut so. So, es läuft der an meine Leute dort ran. Okay. Theoretisch, nee, kann ich Wasser versinken. Versenken, der fliegt. Ich kann, nee, ins Wasser punchen bringt überhaupt nichts. Der fliegt. Den kann ich maximal verschieben. Okay, ich kann nicht bewegen und sämtliche Angriffe einfach jetzt nichts laufen lassen. Problem ist, dass ich von der Position aus dort schlechte Karten habe, die wegzubewegen. Ich kann auch einfach ihn dahin laufen lassen. Und ihm einen Punch mitgeben. So, damit greift er ein bisschen einen Typen da an. Jetzt bewege ich den noch ein bisschen weg. Gebe ihm. Bewege ihn auch noch ein bisschen weg. Und ich könnte den Kill eigentlich direkt machen. Oder? Genau, ich nehme auch den da an. Verpiss dich. Okay, nice. So, was bekommt der nämlich? Schaden ist ein eigenen Mate. Perfekt. Noch 4 Punkte. So, was macht er jetzt? Okay, der will dort die alle angreifen.
Okay. Das ist schwierig. Ich kann versuchen, ihn zu punchen in der Hoffnung. Okay, den könnte ich sterben lassen. Aber er ist das große Problem. Und die greifen auch die Häuser an. Ich könnte mit der Artillerie versuchen. Genau, jetzt greift er den Berg an. Jetzt hat er nur noch zwei Leben. Der wird drauf gehen. So. Okay. Der Leader lebt immer noch. Und den muss ich auch nächste Runde dabei töten. Okay, jetzt greifen die nochmal ordentlich an. Okay, der greift nur dort an. Und der greift aber die Stadt an. Okay, ich könnte nicht bis dahin laufen mit ihm. Der hat sowieso drei Leben. So, verpiss dich. Es wird sich wohl. Na doch, ich kann es verhindern. So, gerippt. Okay. Oh, Feuerschaden, okay. Drei Punkte muss ich mir abziehen. Nächste Runde. Mal gucken, ob sich irgendwie ergeben wird. Okay, Reberg. Hast du ja nicht verzogen. Gut. Na, nicht so schlimm. Immerhin, die anderen Sachen habe ich alle geschafft. Aha. Okay, ja. Dreht zu, ob das Typ immer noch lebt, aber was soll's. Immer steht ein scheiß Turm noch. Die Verteidiger und Insel gesichert. So, kann ich jetzt kaufen? Spend Reputation, okay. Was kann ich denn so kaufen? Donate. Also ich kann auch Sachen wieder verkaufen. Ha, ganz sicher. Also, was haben wir denn hier? Range Class Weapon. Artillery Shot and Apply Smoke. Und ich schiebe damit auch zwei Felder weg, so wie es aussieht. Okay. Der Flammenwerfer. Okay. Das ist nice. Self-Destruct. Was? Ja, ganz genau. Repair Drop. Supplies. Okay, ich kann mir noch ein bisschen mehr Defense kaufen. Reactor Core. Ich habe drei davon. Ja, ich finde die Waffen hier irgendwie nicht ganz so berauschend. Das Ding macht auch nur zwei Schaden. Und ich mache jetzt schon zwei Schaden. Ja gut, dafür brennt der Typ dann am Ende. Also kaufe ich einmal den Flammenwerfer. Einmal den Reaktor und einmal die Death. So, neue Waffe. Hier für dich. Wo ist denn Experience? Nee, hier. Powered, not powered. Requires one power.
So, okay. So, und wenn ich ihm. Okay, ich kann ihm plus 2 Health geben. Ich glaube, es würde mit dem Mecher auch Sinn machen. Dass ich ihm ein bisschen mehr Health gebe. Jo, okay. Also die Energy Cores sind auf jeden Fall die wichtigste Sachen von allen. Okay. Renovation Complex. The Pasture. So, verlassen wir es mal. By completing one island, you've unlocked RST Corporation. In future games, you will be able to visit unlocked islands in any order. In any order? Versteht nicht ganz. Okay. Okay, haben wir Wüste und Berge. Also ich kann wohl keine Viecher mehr saufen lassen. Und die Wächs scheinen auch schon ein bisschen gemeiner zu werden. Was auch immer ihr mit eurem Zeitgeschwafel habt, ist völlig egal. Aber ihr habt die Feuerkraft, die wir brauchen. Okay. Okay, und hier gibt es auch schon direkt drei Upgrades. Ist also schon gar nicht mehr so richtig. Defend the Earth Mover, Block Wegspawning. Ah, Wegspawning finde ich kacke. Wenigstens 7 Gegner töten. Das ist, glaube ich, was ich hinbekomme. Dann Seite, die Power Grid ist ja schon voll. Na gut, versuchen wir dreimal die Wächs zu blocken. Moment mal, wie soll ich denn da drüber kommen? Kann ich einfach durchlaufen? Weil wenn nicht, wäre es extrem doof. Okay, ich muss hier hinten spawnen. Okay, ich will sofort, so schnell wie es geht, irgendwie dahin laufen zu den Spawnpunkten. Okay, ich kann hier auch teilweise in die Abgründe boxen. So, die Fliegerviecher werden da bestimmt wieder übelst auf den Sack gehen. Mal schauen. Oh, okay, aus irgendeinem Grund kam da jetzt die Erde hoch. Oh, die wollen das Ding schon wieder kaputt machen. So, jetzt muss ich dorthin laufen, um zu blocken. Aha, okay. Dort kann ich dafür sorgen. Was ist das denn eigentlich? Wie war das? STRG? Explosive Decay. Was, wenn ich den rippe? Dann sterben alle Wächs? Okay. Das heißt, mit dem muss ich vorsichtig sein. Okay, deswegen hat auch nur zwei Leben. Der kann sowieso nicht angreifen. Warte mal. Okay, ich kann mit ihm sowieso nicht so weit laufen. 3. 1, 2, 3. Ach, sinnlos. Sie könnten auch direkt töten. Ich komme nicht bis zum Spawnpunkt. Das ist schon extrem belastend. So. Aber den klatsche ich weg. Ach, das Ding macht jetzt gar keinen Schaden mehr, sondern setzt nur noch in Brand. Ah. Das ist schlecht. Ja, es bekommt jetzt zwar Feuerdamage, aber. Ah, aber ich hatte mir trotzdem den Spawn geblockt. Okay. So, jetzt läuft der dahin.
aber den kann ich doch bestimmt davon abhalten, das zu machen. Okay, der bombardiert mich eigentlich nur. Ich würde am liebsten hier hinlaufen. Und die ganze Scheiß gehen einfach in Brand setzen. So. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich es mit dem mache. Der macht mir einen Schaden. So, der frisst den Schaden, kein Problem. Jetzt greift er ja wieder den an. Hey, Moment, was macht er jetzt? Jetzt greift er gar nicht mehr an. Okay. So, da habe ich geblockt. Okay, jetzt wird spannend. Wo kommen die nächsten Gegner hoch? Dort. Nur dort. Jetzt ist das Gebäude dort extrem in Gefahr. Ja, ich muss erstmal hier blocken. Anders geht's nicht. So, was mache ich mit dir? Ich kann ihn theoretisch irgendwie in eine andere Richtung schubsen. Also ich kann auf jeden Fall nicht alle Gebäude retten. Das funktioniert nicht. So, den Artillerie-Dude. Ich muss ihn da unten treffen. Mist. Obwohl, der hat ja mehr als genug Gesundheit eigentlich. Von daher auch egal. Ja, jetzt ist das eine Haus noch in Gefahr. Aber das kann ich nicht verhindern. Mist. Okay, jetzt wollen die voll auf meinen Mech gehen. Mist, kann ich schon wieder die Häuser an. Okay, welcher von denen greift das Ding an? Die greifen Smoke Blocking. Ah, greifen also alle das Ding dort an. Ist schlecht. So, damit ist das Ding für die Runde sicher. Mist. Mist. Großer Mist. Es gibt anscheinend keine Position, von der aus ich das Gebäude beschützen kann. Ach, fuck.
Fuck. Ja, das Haus wird wahrscheinlich drauf gehen. Na, oder überlebt's? Nee. Natürlich nicht. Mist. Na gut. Dann werde ich jetzt etwas machen, wo ich ein bisschen Energie zurückbekomme. Sehe ich überhaupt noch, wie viel Zeit ich noch habe? So, wenigstens 7 Gegner töten. Das werde ich aber hoffentlich schaffen. Und das Ding beschützen. Ich muss wieder erst diesen Buff-Typen da punchen. So, die Artillerie. Ich muss ihn ja irgendwie von. Hoppala, Mikro. Ich muss ihn ja irgendwie von hier fernhalten. Schwierig. Aber wenn er erst chargen muss, schaffe ich es vielleicht. Okay, der nervt direkt rum. Der greift dort an. Okay, jetzt komme ich nicht zu den Buff-Typen durch. Das ist schlecht. Was macht ihr? Also den kann ich schon mal auslöschen. Oder vielleicht auch nicht. So, als nächstes. Verpiss dich! Okay, und hier habe ich mal gar nichts mehr zu melden. Blocken kann ich leider auch nicht. Aber ich stelle mich trotzdem schon mal in die Richtung. Und mal gucken, wie das ausgeht. So, der frisst erstmal stabil Feuerschaden. So, was macht er jetzt? Der greift da oben an. Der macht gar nichts. Der kommt mir ein bisschen zu nahe. Okay. Was haben wir hier? Die fliegen jetzt auch leider alle. Den kann ich wieder. Also den kann ich auf jeden Fall schubsen. Töten kann ich ihn bestimmt nicht. Tschüss. So, die haben auch diesen lästigen Buff. Soll ich einfach mal zum Blocken dahinstellen? Klar, so viel Leben hat er. Ach scheiße. Mann, die haben alle diesen nervigen Explosionsbuff. Ist das wegen ihm? Das ist wegen ihm. Scheiße. Da kann ich noch was machen. Mist. Sieht so aus, ob mein Run hier doch schon ein relativ früh zu Ende gehen würde.
Okay, ich muss die Gebäude alle noch beschützen. Okay, der kann erstmal den wegschießen. Ich würde ihn so gerne ins Feuer schubsen. Ernsthaft? Ich kann es nicht verhindern. Sinnlos. Also Flammenwerfer war auf jeden Fall keine gute Option, glaube ich. Naja, gut, ich feuer der mich gestorben, aber jetzt ist das Gebäude außenlos gestorben. Der Verteidigungsbonus hat es noch nicht einmal eingeschalten. Sinnlos. Letzter Zug. Der macht gar nichts. Das heißt, ich muss nur noch die Leute irgendwie weghalten. Tschüss. 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 Okay, ich habe zwar die Bonusziele alle geschafft, aber meine Power ist dafür echt mies am Arsch. High Threat Detected. Terraformer. Protected Defense Lab. Das sieht relativ schwierig aus, auch wenn es dafür einen Core gibt. Komm, wenn ich den Run schon hier enden lassen muss, dann bin ich in so einer Mission. So, das ist dieser Terraformer, ja. Da sind auch schon direkt relativ viele Gegner. Mal gucken. Pot. Nice. So, und wollen wir schon direkt übelst auf den Sack gehen. So, kann ich das Ding bewegen? Nee. Okay, das Ding kann ziemlich alles zerwichsen, was irgendwie im Umfeld ist. Ah, okay. Das ist natürlich nice. Da kann ich die zwei hier schon mal direkt sterben lassen. Und danach kriege ich den direkt kaputt. Okay, die haben noch die auch nicht ihren scheiß Explosivbuff. Okay. Bam. Bam. Ah, jetzt habe ich den Pot verloren. Sinnlos. Komm. Reset-Turn, warum nicht? Warum nicht? Wenn ich schon das gleich verkacke, dann wäre es auch ein wenig ehrenlos. So, ja. Die sollen wieder sterben. Jetzt habe ich den Pot selbst kaputt gemacht. Ach, ich raste aus. Egal. Huch, was zum Fick? Ach so, jetzt charge dort hinter. Okay. So, jetzt blocken die noch ihre eigenen Leute. Nice.
So, ich muss immer noch das Grasland hier zurückverwandeln. Okay. Ich kann den dort zwar töten, aber ich glaube, ich block lieber jemanden, der neu ist. Der kann den Kill nicht bekommen. Als ob. Ah, Attack cancelled, okay. So, und den fackel ich weg. Oh je, wir haben 30 Minuten erreicht. Hey, wer kann hier noch irgendwas machen? Ach so, du. So, Feuerschaden, Feuerschaden, perfekt. Der greift nichts an, der genauso. Jetzt habe ich den Pot gar nicht eingesetzt, die Runde. Also diesen. Ach, fuck. Mist. Bis wo noch schaffen kann. Ja, Mist, der greift das Ding an. Das lässt sich aber nicht verhindern. Oh, Beförderung. Oder? Doch? Oh doch. So. Fickt euch. RIP. Okay, bis jetzt geht's ja noch. Auch wenn ich den Port leider verloren habe. Brauchen wir noch eine Runde, um das Grasland hier ein bisschen zurückzuwandeln. Ja, Mist. Okay, ich hätte eine Runde mehr noch nutzen müssen, damit ich die Felder da zurückverwandeln kann. Naja. Was willst du machen? Ja, schade. Schade. Hat nicht geklappt, dass ich die meisten Sachen bekomme. Naja, gut, zwei Sachen. Ich hätte den Pot auch noch bekommen können. Plus 1 Mech-Move. So. Wir haben die halbe Stunde jetzt aber schon wieder voll. Von daher beende ich die Folge jetzt. Also, dann bis zum nächsten Part, wenn wir auch die Insel hier hoffentlich abschließen. Und mal gucken, wie lange der ganze Run noch geht, bis ich neu starten muss. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.